Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 16. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung Eisenbahngesetz 20/1053 und 20/781. Berichterstatterin ist die Kollegin Kaya Kinkel. Frau Kinkel, wir bitten Sie um Berichterstattung. Mache ich gerne. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin. Dann lasse ich auch hier abstimmen. Wer für Annahme des Gesetzes, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das so einstimmig angenommen und ebenfalls in den Rang eines Gesetzes erhoben. Herzlichen Dank dafür.